Jo, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Und derjenige, der hier gerade so ein bisschen mit den Springen fallen, was auch immer hier rumläuft, das ist der René. Dynamit. Ja, wie auch immer. Ja, geh schwimmen. So, und wir holen uns jetzt hoffentlich den nächsten zurück. Wir haben nämlich auch direkt das Auto hier stehen, sich gerade. Wir müssen ja noch einen weiteren Spezialisten holen. Und dann haben wir alle, glaube ich, da in der Facility. Ich glaube auch. Und dann können wir auch alle Verbesserungen machen. Also, wenn wir das Ethanol haben. Genau. Warte mal, ich gucke mal gerade was anderes, während du da jetzt gerade durch die Gegend fährst. Mache ich gerade was? Mache ich mein Zeugs gerade mal? Moment. Charakter. Nee, Vorteil, das war der Plan. So, was haben wir denn als nächstes skillen? Ich habe 10 Punkte. Ja, gute Frage, was hast du schon geskillt? Die Kletterhaken, den Schweißbrenner, die Angel, das taktische Fernglas, der fortgeschrittene Takedowns. Könnte nämlich auf Experten-Takedowns gehen. Ja, das. Also hast du schwer bewaffnet hast du auch schon, ne? Moment. Ja. Okay, geh auf Experten-Takedowns. Zack, haben wir das auch erledigt. Takedowns für Gegner mit Rang 3. Das kannst du nicht. Leerer Garten, Außenposten. Ja, ich mach mal jetzt. Eh schon mal hier sind, können wir das auch machen. Okay. Klingt nach einem guten Plan. Hä? Ich hab keine Munition. Egal, lass uns nicht trotzdem machen. Ich mach das auch ohne Munition. Also, ich habe ja noch ein bisschen Munition. Ich habe einen. Okay, der hat die Leiche wurde entdeckt, glaube ich. Oder? Ja, die Leiche wurde entdeckt, definitiv. Oh, 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 du bist so laut. Du wurdest entdeckt. Der, den einen habe ich aber geholt, mir noch. Wenn der Alarm mal kurz ausmachen. Machst du nicht! Boah, das war knapp. Wo haben wir noch einen Alarm hier? Der wollte den einen gehen, den du gerade kaputt gemacht hast, Gott sei Dank. Jawoll, wir haben es geschafft. Das ging jetzt mal relativ schnell. Ja. Und das ohne Munition. Kein Alarm. Wunderbar. Sehr schön. So, Munition kaufen. Na, kannst du jetzt hier plündern, schön. Warte mal, kriege ich schon mein Dings gemacht? Mein. Wieso kann ich denn keine Sprengpfeile mehr benutzen mit dem Bogen? Ah, scheiße. Es fehlt noch ein bisschen Zeugs. Mist. Um mein Sägeblattwerfer Rang 3 zu machen. Achso. Du kannst auch Beute eintauschen. Musst mal gucken, ob du. Oh ja, stimmt. Das war ja. Genau. Das vergesse ich auch immer wieder. Ach so, deswegen kann ich keine Sprengpfeile mehr kaufen. Ah, das erklärt einiges. Wir müssen das Sprengstofflabor auf Stufe 3 bekommen. Okay. Ich will meine Sprengpfeile wieder haben. So, mal alles eingetauscht. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt meinen Dingswerfer Stufe 3. Sehr gut. Mal gucken. Ich glaube nicht ganz fest. Nö, tatsächlich nicht. Echt nicht?
Kann ich dir nichts geben? Ne, kann ich nicht. Ich kann Nee, dir kannst nur leider nicht. Munition geben. Ich kann dir aber den. Ich kann dir den Sägeblattwerfer geben. Ich kann leider gar nichts hochstellen, Das ne? wäre. Was brauchst du? Hier liegen Zahnräder rum. Brauchst du Zahnräder? Hier liegen Zahnräder. Zahnräder und Tape und so. Ach, scheiße. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Ja. Zähne, da kann ich auch schon gut gebrauchen. Natürlich. Krass, hier liegen die einfach mal kurz die Tierleichen rum. Ich will ja gar nicht wissen, was die mit den Dingen, mit den Viechern gemacht haben. Ich wollte es gerade sagen. Ich warte auch nicht. Ich wollte. Entschuldigung, Hund, hör doch auf, mich zu beißen, Alter. Ich wollte dich nicht boxen. Lass mich in Ruhe. Ich habe aus Versehen den Hund geboxt, jetzt rennt er mir hinterher. Selber schuld. So, Ich wollte den eigentlich streicheln. Kann ich dich jetzt streicheln, Hund? Komm her. Hier bin ich. Oh nein. Da erschieße ich dich halt. Komm her, Alter. Den kriegst du jetzt mit dem Baseballschläger. Wow. Ja, wir sollten dran denken, wenn wir demnächst an solche Punkte gehen, dass wir hier uns mal ein bisschen was noch genauer umgucken, dass wir Zeugsfarmen noch kriegen, noch Zeugs gefarmt bekommen. Oder eine Expedition können wir machen. Ja. Da kriegst du ja massenhaft Teile. Da Wie kriegst würde du ich ja dann wirklich aber in viele der nächsten Teile. Folge, jetzt mal, ich würde jetzt noch eine Quai mitnehmen. Ja, klar. Und dann, ja. Ja, Genau, da brauchen wir genau noch einen. das. Da brauchen wir noch ein Auto. Auf jeden Fall. Auf geht es. Der war markiert, ne? Also Das zu dem müsste der Punkt müssen wir da Markerpunkt jetzt. sein, ja. Ja, sehr gut. Da gucken wir dich nur mal für 5 Sekunden die Karte an. Ich liebe diese Waffe, ja. Das AKMS. Ja. So, dann habe ich, glaube ich, alles so Zeugs, was hier so rumläuft. Der Rest nehmen wir noch mit. Ich bin soweit. Und wir haben leider nicht genug. Ja, doch, haben wir wohl. Was denn? Den Heilkräutergarten. Den habe ich gerade mal kurz auch verbessert. Ach so.
Das hatte ich gerade noch so ein bisschen so. Das gute Ethanol. Ich will dann Außenposten. Aber wir wollen. Ah! Warte, ich glaube, der Nick ist in dem Außenposten drin. Ne, ist er gar nicht, ist er gar nicht. Der soll aber hier. Der soll aber hier sein, ja. Der Außenposten ist da hinten. Genau. Habe ich halt falsch. Na, aber mal gucken, gucken wir gleich, wenn wir da wirklich nochmal. Ist das ein Sägewerk da oben? Ist das das Sägewerk? Nee, das Sägewerk. Ist das das Sägewerk? Nee. Oder? Huh! Moment habe ich lange gewartet, Partnerin. Mhm. Wenn wir hier durch sind, wird von dir nichts übrig sein. Alles gut, Nick. So. Gegner looten. So. Jetzt quatschen wir mit dem Typen mal. Ah, er mag dich quatschen, okay. Der Nick? Eigentlich schon. Eigentlich quatscht er sehr gerne. Meine Fresse! Das war unglaublich! Okay. Danke. Tausendfachen Dank. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin hier schon seit Monaten gefangen. Die Highwaymen haben mich hierher verschleppt und ließen mich für die Zwillinge schuften. Ich muss zurück nach Hause. Mein Fluchtfahrzeug ist auch schon fertig. Na komm! Lass uns abhauen, bevor noch mehr von diesen Wichsern auftauchen. Ich bin übrigens Nick. Schön, dich kennenzulernen. So. Die große Fluchtstory-Mission. Komm mit. Schwierigkeitsgrad 3. Gut, wir haben ja ein paar Waffen, die Stufe 3. Dann fahren wir, haben wir den mal. Den müssen wir, glaube ich, hinterher, ne? Kommst du? Ja, klar, klar, klar. Ich komme sofort, sorry. Wie sieht die Seilrutsche runter? Hab meinen Flieger in einem Bootsschuppen verrammelt. Da am Fuße des Hügels. Wollte gerade eine Testrunde mit dir drehen, als die Arschlöcher mich mit runtergelassener Hose erwischt haben. Also nicht wörtlich, versteht sich. Die haben uns beide hier rausgeschleppt und ich musste dann weiter an dem Ding arbeiten, um es den Zwillingen zu geben. Nicht nur das, ich musste noch ein zweites bauen, damit beide einfliegen. Jedenfalls wusste ich, wenn ich es irgendwann schaffen will, hier abzuhauen, ist sie mein Ticket. Deshalb habe ich immer weiter an ihr rumgeschraubt. Sie ist zwar längst nicht fertig, aber sie funktioniert. Und wir werden uns mit ihr aus dem Staub machen. So. Na dann. Ich hoffe nicht, dass ich fliegen muss. Das klappt nämlich nie. Was? Oh, aber schön, hier steht noch einer. Was? Du musst drinnen das nehmen. Oh nein. Ja. Also das geht gut. Das geht nicht gut. Nein. Kann ich nicht da rein? Nein. Ich steh hier hinten drauf. Fahr einfach. Ich stehe auf diesen Wasserdingen. Die Highwaymen können mich mal. Wie will das Ding nicht? Kann das Ding nicht fliegen? Das fliegt doch nicht, das kann nicht fliegen. Nein, nein, nein. Okay. Oh, ich bin. Doch, ich stehe noch, ich stehe noch. Guck mal nach rechts zur Seite. Nein. Nein. Ich will hier erstmal raus. Halt dich da vorne links! Verdammt, mach den Weg frei! Du kannst auch schießen mit dem Ding, ne? Gut zu wissen. Aber macht ihr das mal. Ich
Ich hab Dingens draußen. Müssen wir hier lang? Wurde ich hier falsch? Nee, ist richtig. Ja, ja, nee, fahr. Aber hier ist. Da hinten. Auch noch ein Vogel. Oh nein! Ich bin runtergefallen. Was? Ich komme, warte! Ich bin wieder. Ich bin gleich bei dir. Oh nein, jetzt kann ich nicht draufklettern. Kannst du nicht drauf klettern? Ich bin hier. Da. Ja, ich wir klettern. Links ist ein Dings. Links ist ein. Du siehst den Typen, ne? Komm mal näher hier ans Land ran, da kann ich von Land aus darauf gehen. Jawohl. Wer drauf? Ja. Dann weiter. Könnte der mal zwischendurch reparieren, das Fahrzeug, ne? Das wäre super. Ah, okay, geht nicht, schade. Ich hoffe, dass ich in die richtige Richtung bin. Ja, ja. Ich hab mir nur die Typen vom Hals. Alter, ich werde, glaube ich, ziemlich gerade. Ich werde gerade ziemlich angesch. Oha! Ja. Deswegen wollte ich mich eigentlich direkt verpissen. Oha. Das ging aber schnell. Das ging jetzt echt schnell, oha. Ey. So. Dann, darfst du diesmal. Soll ich's erfahren? Ja, bitte. Ich hoffe nicht, dass ich das wieder machen muss. Okay. So, die Frage ist, wo muss ich ran? Auf diese Wasserdinger stellen, auf diese Kufen. Da kann ich mich nicht irgendwo. Echt jetzt? Ich muss irgendwie draufstehen, oder? Ja. Okay. Und dem Nick aus dem Weg gehen, glaube ich. Ah, nee, verflucht, du musst hier einsteigen. Was? Ja, aber sonst steigt der Nick nicht ein. Ach, super. Also muss ich doch tatsächlich. Ja. Dann fahren wir. Eieieiei. Behalte bloß dein Essen bei dir. Weißt du, wie krass das ist, wenn du hier drauf solche Kufe stehst? Na, du musst ja gucken, dass du dich da irgendwie. Genau das, ich darf nicht absaufen, was du willst. Woo! Halt dich da vorne links! Verdammt, mach den Weg frei! Ja, wir bloß die Idioten vom Hals. Das mehr wollte ich nicht, will ich nicht. Jetzt habe ich den Zaun in die Schnur bekommen. Was? Wie ging das denn jetzt? Keine Ahnung. Hast du was geworfen? Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur auf den Typen geschossen. Aber ich habe auch kein einziges Mal das Ding getroffen. Hm. Das Flugzeug. Also wirklich nicht, ich habe straight dran vorbeigeschossen. Das ist ja natürlich. Gut, das ist noch wie von der Stufe 3 Mission, ne? Ah. Die ist halt nicht ganz so ohne. Hm. Sag Bescheid. Ja, ich bin ready. Lass uns hier verdammt nochmal abhauen! Geradeaus! Behalt bloß dein Essen bei dir! Ich tue mein Bestes, ich kann nicht versprechen, dass es hier irgendwie klappt auf Anhieb. Angst vor dem Zaun. Hehe.
Da sind Springfässer auf dem Boden. Hab ich gesehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt geht's hier wieder runter. Ich weiß. Halt das Ding gerade, halt das Ding gerade. Oh, vielleicht war das doch nicht so eine tolle Idee. Festhalten! Ich stehe noch. Wieso? Wieso? Was ist passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Reicht doch. Nee, es reicht nicht. Hey. Keine Ahnung, was los ist. Ich habe eigentlich nichts getan. Nee, Quatsch. Problem ist, wenn man mal wechseln. Wenn man mal wechseln könnte. Ja, das wäre gut. Hm. Das wäre super, wenn man mal wechseln. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Oh, ich bin runtergefallen. Shitte. Ja, von hier aus komme ich wieder nicht rauf. Warte. Okay. Ne, der rutscht wieder runter. Warum rutscht denn jetzt auf einmal runter? So, jetzt. Andere Seite geht. Behalt bloß dein Essen bei dir! Da steht doch ein zweites. Kannst du nicht das zweite nehmen? Ne, da kannst du nicht einstellen. Dass der echt sein Flugzeug so halbwegs gerettet hat, das ist schon respektabel. Aber was? Wie haben die den Motor da oben getroffen? Boah. Das kann sein. Hm. Sehe auf dem, dass das reicht, dann in den Motor kurz treffen, dass das Ding kaputt ist. Das wäre ja asozial. Das ist nach wie vor eine Stufe 3 Mission, ne? Ja, es kann doch nicht sein, dass die so hardcore ist. Ne, ich kann auch nicht in den zweiten einsteigen. Vielleicht kann ich in den zweiten einsteigen, wenn du in den ersten eingestiegen bist. Ja, Tatsache, kann ich. Dass du mir wahrscheinlich mit dem zweiten vorfliegen musst. Dass wir vielleicht beide holen müssen. Das kann sein. Das ist wahrscheinlich. Dass wir beide fahren müssen. Und der andere quasi. Dass das nicht das Fahrzeug ist, was wir hier haben, sondern das andere Fahrzeug zerstört wird. Ja, das kann gut sein. Und gleich nochmal! Dass wir beide wirklich rausbringen müssen. Weil irgendwie stand da links ja einer. Und kann sein, dass er sich das zweite Fahrzeug gekrallt hat. Dass einer hinter uns her war. Ich sehe nichts. Kann sein, ne? Oder dass wir uns von dem anderen Fahrzeug zu weit wegbewegt haben. Ne, kann auch sein. Weiß es nicht. Ja. Aber eben war man ja viel weiter, das ist oder? Ach, keine Ahnung. Achtung, der große Sprung kommt. Hm. Oh, vielleicht war das doch nicht so eine tolle Idee. Festhalten! Scheiße, ja! Ich versuche dir den Weg so gut wie es geht freizuschießen. Hm. Ah, hier an der Seite sind Highwaymen, die habe ich nicht gesehen.
Pass auf, da wo du bist, sind wieder explodierende Fässer. Ja, ich bin da eiskalt drüber gefahren. Hab's gesehen. Pass auf, das Boot brennt. Pass auf, da sind Fässer. Ja, ja. Ich wollte ja eigentlich zum Explodieren bringen, hat aber nicht so gut. Ja. Pass auf. Hast du mich gerammt? Nicht mit Absicht. Ja, da hab ich mir gedacht. Wo müssen wir lang? Ich weiß es nicht, ob wir geradeaus oder rechts müssen. Doch, geradeaus. Hast du mich gerade weggerammt? Irgendwie, wir hängen ineinander. Warte, ruhig. Bist du immer noch in mir? Ja, jetzt. Ja, nee, du jetzt nicht mehr. Irgendwie, wir sind irgendwie ineinander gebackt. Also er sagt gerade was von wegen, wir sind in der Zielgerade. Das heißt, wir sind nicht mehr so weit weg vom Ziel. Sehr gut. Ich kann nur nicht sagen, wie weit. Schau mal vor, bitte. Das ist einfacher. Seid jetzt mit zweimal nebeneinander. Ja. Weil ich sehe nicht, wo du bist. Ja. Vorne kommt Jetski. Vor dir. Ich hab den Fahrer von uns. Mhm. Ich glaube, das war's. Jawohl. Lass uns tanken. Ich glaube, das war der Fehler an der Mission. Dass das andere Fahrzeug deswegen zerstört wurde. Das kann sein. Aber wir müssen hier rechts rein. Auf was schießt du? Keine Ahnung. Auf irgendein Viech. Okay. Das, das stand, glaube ich, irgendwie das Größte. Ist. Ich kannte, dass das ein mutiertes Viech war. Aber wir haben es geschafft. Hey! Ah, das, ja, das haben wir auch kaum Versuche für gebraucht. Das geht schon. Weil das war jetzt keiner kann damit rechnen, dass es zwei Flugzeuge gibt. Mhm. Okay, ziehen wir es durch. Carmina? Weißt du, wo meine Drahtschere ist? Kim. Sie war doch hier irgendwo. Hast du etwas verlegt, Liebling? Oh. Hey, Baby. Oh. Weißt du, ein emotionales Wiedersehen. Kann ich ein andermal? Nein. Ist voll geil, das ist voll süß, ja. Hey, Kiddo. So. Das ist der Moment, wo einem bewusst wird, dass Nick Ryle seine Tochter nach seinem Flugzeug benannt hat. Carmina, das Flugzeug im Boot schon freigeschaltet. Geil, wir haben das Flugzeug freigeschaltet. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend und den Rest kümmern wir uns in der nächsten Woche. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Ich hoffe, das passt schon. Wir mal sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Bis heute nicht nächste Woche, sondern morgen. Also für mich nächste Woche, für euch morgen. Bis dann und tschüss. Bis dann, ciao.